Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und damit wieder zu einem neuen Wochenende mit Amir. Heute steht ein Brusttraining an und ich nehme euch einfach mal mit. Heute wird wieder einiges gefilmt. Also ab geht's. Mitten bei einer Boosteraufnahme. Was es ist, kann ich schon sagen, weil das Video bestimmt bald online kommen wird. Genau. Wir sind so gute Freunde, dass wir unsere Sätze gegenseitig... What the fuck, Mann? Na, schmeckt die Schokolade? Absoluter Killer. Genau, Booster ran. Haben wir gemacht. Haben wir aufgenommen. Richtig fett, also richtig saftig. Ach nee, das darf ich ja gar nicht. Oh nein. Wer gewonnen, wer verloren und so weiter, was abging und so, werdet ihr dann sehen in dem Video. Also wird richtig saftig. Diese saftige Wand hatten wir wieder am Start mit den ganzen Boostern. Läuft. Diese gut Training, alles läuft. Wir machen jetzt nochmal die Abschlussaufnahme für Boosterraten und ja, das Training war Bombe. Dazu sage ich einfach später nochmal ein paar Worte und läuft. Ganz kurz probieren hier über diese gut. Ja, schmeckt geil, Alter. Geht klar, ne? Feierlich. Ja, Mann. Apple Pie. Ich finde die Konsistenz geiler als bei Quest Bar, weil die ein bisschen weicher sind so. Der Boy ist glücklich. Kann man machen, ne? Milka, Schokolade und eine Banane, aber. Ja, war die Entscheidung ganz klar, ne? Milka oder Banane? Ich hab die Banane überall mitgenommen, ne? Echt?
absolutes Brett. Also ich feiere diese beiden unnormal. Was hört ihr so für Musik? Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr wollt. Ja, gegessen habe ich auch schon. War ein extrem anstrengender Tag heute. Die Aufnahmen, habt ihr gesehen, war richtig saftig heute alles. Also ging ab, ging auf jeden Fall richtig ab. Kamen auch ein paar gute Bilder zustande, also wirklich erfolgreich und anstrengend. Ich habe jetzt auch schon gegessen, habe es gar nicht mehr aufgenommen, aber ich kann euch trotzdem zeigen, was es war, denn ihr wisst Bescheid. Snapchat regelt auf jeden Fall. Was habe ich gegessen? Das habe ich gegessen. Naturalmehl am Start, Naturalmehl. Meine letzten Kohlenhydrate heute, scheiße. Aber nach 18 Uhr, heftig, ne? Ja, auf jeden Fall. Snapchat ist auf jeden Fall eine feine Sache. Instagram auch, das wird irgendwie in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt, seit es Snapchat gibt. Also ich kündige Snapchat viel mehr an. Okay, Snapchat ist auch geiler, weil man so ein bisschen, sag ich mal, live am Start ist. Auch mit kleinen, kurzen Videos. Und Instagram ist halt einfach so, da postet man ein Bild und man ist glücklich. Ja. Ich habe unter anderem bei Snapchat auch angekündigt, dass morgen mein Cheat Day ist. Warum Cheat Day? Weshalb? Wieso? Weshalb? Warum? Dazu kommt ein eigenständiges Video. Also ich mache so ein Cheat Day Vlog extra. Das wird wieder heavy mit einer Speicherkarte. Ist nichts Besonderes mehr hier. Wie wär's mit Waffeln, Crepe, Linsen? Ja toll, wenn ich da drauf gucke, bringt's nichts. Hau mal raus, was die Leute für so viel Credit Cheats haben. Brauche aber zu meinem Ende der Definitionsversion. Bin zu unkreativ. Ah, okay. Hab's verstanden. Ah, oh, süß. Bei Snapchat bin ich aktuell so bei 450 Zuschauern. Also, was heißt Zuschauern? Also Leute, die das sehen. 450, so Maximum. Es kamen jetzt einige durch das letzte Video nochmal dazu. Mal gucken, ob ich die 500 knacke. Also, wäre chillig, ne? So 500 Leute bei Snapchat. Ja, kann man machen. Also, ernährungsmäßig geht heute jetzt auch nicht mehr viel ab. So, ihr habt ja gesehen, was ich gegessen habe. Ich habe einen Energy Cake, einen halben von Nils probiert. Das seht ihr in seinem Video irgendwo. Also, ich habe den probiert. Das sind die neuen. Für heute war es das eigentlich für mich. Ich werde jetzt noch ein Video bearbeiten und dann noch eine Kleinigkeit essen und dann will ich morgen früh melden für euch. Also, entspannt. Am nächsten Morgen. So, ich bin jetzt hier bei Kraftwerk wieder und werde gleich anfangen zu trainieren. Erstmal... Boah, was ist das denn für eine Scheiße, Alter? Halt einfach dein Maul. Jetzt gebe ich mir erstmal einen kleinen Fokus. Ja, den ganzen Cheat-Day habt ihr, werdet ihr ja noch sehen. Das Training werdet ihr hier sehen, ist ja klar. Und den Cheat-Day werdet ihr dann im Cheat-Day-Vlog sehen. Auf geht's! So, ganz kurz mal Platz gelassen für einen Voice-Over, damit ich auch mal ganz kurz was kommentieren kann. Ganz live aktuell um 3.33 Uhr am 28.03. Das heißt, wenn ihr das Video guckt, das ist einfach nur ein paar Stunden vorher. Ja, wie mein Rückentraining lief richtig gut. Ich habe mit Latzin angefangen, dann habe ich diese Langhantelruder-Variante an einem Schlitten gemacht, was ich aktuell sehr gerne mache. Ist eine meiner Lieblingsübungen, ist richtig geil. Dann habe ich einarmiges Rudern am Hammerstrength-Rudergerät der Gerät gemacht. Einarmig, richtig, also richtig geil. Ich habe ja letztes Mal Kurzhantel-Rudern gemacht. Jetzt habe ich einfach mal das gemacht und habe aktuell Kabelruder nicht drin. Also, ich variiere da durch. Also, das ist auch eine richtig geile Maschine, die feiere ich voll. Dann habe ich Bizeps Curls gemacht, also Hammer Curls, schwer. Ja, mehr habe ich dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Ich habe danach noch eine Isolationsübung, also ja, isoliert nochmal. Natürlich Bizeps isoliert, ist ja klar. Die Hammer Strength Maschine, die Curls, die Konzentrationscurls habe ich da gemacht, einarmig. Ja, Hammer Curls hier ein bisschen, jetzt nochmal ein bisschen mit Schwung hier gearbeitet, also kontrolliert im Schwung. Jetzt nochmal ein bisschen, ja, so schwere Hammer Curls einfach. Feier ich, Bombe. Ja, viel Spaß mit dem weiteren Video, ist viel zu sehen. Was für ein geiles Wetter, aber voll windig. Richtig geil. So, der Cheat Day läuft richtig gut. Ich habe mir schon einiges gegönnt, werdet ihr dann sehen in dem Video, was online kommt. Natürlich auch ein bisschen versucht, was zu verbrennen. Beispielsweise jetzt hier dieser Fußweg. Und das Training war auch richtig gut, war auch richtig anstrengend. Jetzt hole ich mir meine Monster ab, die mir mitgebracht wurden. Diese neuen, also diesen roten und den orangen habe ich bekommen. Also noch nicht bekommen, bekomme ich gleich. Wurde mir extra aus Stuttgart mitgebracht und ja, die gibt es ja jetzt auch seit einer Woche oder so in Göttingen. Also ja, toll. Zu dem Zeitpunkt wusste ich das ja noch nicht. Also
Ich bin einfach mal gespannt, wie die Dinger schmecken. Ist jetzt auch nichts so Besonderes. Jawohl, endlich kann ich sie auch mal probieren. Ich habe ja gehört, die sollen nicht so geil sein. Das geht, habe ich gehört. Probier einfach mal ganz kurz. Wie gesagt, ist halt nichts Besonderes. Es ist halt ein Energy Drink ohne Zucker. Da ist auch übrigens kein Aspartam drin, weil irgendwie alle so geschrieben haben, ja, Aspartam und so. Da ist halt Sucralose drin. Riecht künstlich. Also ich muss sagen, es geht eigentlich geschmacklich. Ich habe es mir jetzt schlimmer vorgestellt, weil alle so gesagt haben, es ist gar nicht so geil. Es geht, es ist halt Zero. Es ist wie ein Zero Softdrink, also ja, schmeckt, kann man auf jeden Fall trinken. Kann man trinken. Ich finde das Design geil mit diesem draufgedruckten. Ist entspannt. Ja, Monster. Das Orange werde ich auch morgen probieren. Wochenende mit Amir, läuft ja zum Glück morgen auch. Also ganz entspannt. Und gleich gibt es den nächsten Cheat Snack. Parallelfilm ist echt anstrengend. Am nächsten Morgen. Der Tag nach dem Cheat Day, wie fühle ich mich? Ja, eigentlich ganz gut. Ich fühle mich halt einfach nur irgendwie voll satt, gerade nachdem ich einen Liter Wasser getrunken habe natürlich. Und sonst, ich habe leider vergessen, mich direkt nach dem Aufstehen zu wiegen. Also ich habe ein bisschen was getrunken und dann habe ich mich jetzt gewogen und dann war ich bei 76,2, also ganz entspannt. Ist ja jetzt nichts Großartiges, das meiste ist Wasser. Also ich war ja auch bei 76 Kilo. Hat sich jetzt auch nicht so viel verändert. Natürlich wiege ich mich auch jeden Tag. Also ich versuche mich jeden Tag zu wiegen, so sage ich mal so. Also sonst alle 2 Tage. Gleich geht's auf ins Training, Schulternacken. Ich werde heute diesen orangenen Monster mal probieren, der nach Fanta schmecken soll. Mal gucken. Und bevor einige wieder ankommen und fragen, werdet ihr von Monster bezahlt? Kriegt ihr von Monster Geld? Nee, ich kriege ja auch kein Geld, wenn ich sage, harzer Käse ist geil, wenn man es in Essen macht. Nee, also schön wär's, wenn man irgendwie so eine Kooperation mit Monster hätte oder so. Wäre schon witzig. Aber nee, also einfach nur ein nettes Getränk für die Diät, so für einige, die auch ein bisschen Energy Drinks mögen. Also bis gleich. Das Training läuft gut, ich habe nichts gefilmt, weil ja, ist das letzte Schultertraining, was ihr auch gesehen habt, also ja, Schultertraining halt, vielleicht ein Satz jetzt, dann war es eigentlich auch schon, ich mache noch Nacken ein bisschen, dann war es das, ne? Geiles Training auf jeden Fall, der Pump ist krank nach dem Cheat Day, also läuft. Das Wetter ist wieder geil geworden, zum Glück. Und bei mir gibt es jetzt erstmal eine kleine Post-Workout-Mahlzeit, die ist wirklich sehr klein. Ich habe heute Morgen nur einen Shake getrunken und jetzt gibt es einfach das hier. Einfach nur das hier. Ich hatte ein bisschen Bock auf was Fruchtiges und ja, ein bisschen Carbs. Also das sind 100 Gramm, 110 Gramm Mandarine oder Orange, keine Ahnung was das ist. Bisschen Feta-Käse hier, Light-Version und ein Shake. Oh, Strohhalm. Genau, ein Shake. Was ich noch so esse, werdet ihr sehen. Wir bekommen ein bisschen Besuch und so. Was heißt Besuch? Meine Schwester kommt. Ein paar Freunde, Verwandte und sowas kommen noch dazu. Und dann werden wir auf jeden Fall ein bisschen was essen. Da werde ich auf jeden Fall auch mit essen. Ich habe schon geplant, dass ich da 400 Gramm gekochten Reis esse. Dann komme ich auf meine Kohlenhydrate. Also 150 Gramm werde ich definitiv nicht überschreiten heute. Training war wie gesagt richtig geil. Und ich freue mich auch auf jeden Fall auf die nächste Zeit. Besonders auf die FIBO freue ich mich auch richtig. Und ja, ich melde mich dann ganz spät abends nochmal zu Wort und verabschiede mich. Also bleib dran. Direkt nach dem VoiceOver melde ich mich hier mal zu Wort. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das so ist, dann freut mich das natürlich auch. Ich sage wie immer nicht, gebt dem Daumen ein Video nach oben oder macht, was ihr wollt. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das macht und euer Feedback zu dem ganzen Video in die Kommentare schreibt und abonniert, falls ihr noch nicht getan habt. Und
Ich gebe mir jetzt Night Train und dann werde ich schlafen gehen. Bei Snapchat werde ich es eventuell, ja, posten, dokumentieren. Ihr wisst jetzt, wie ich bei Snapchat heiße. Also, bis zum nächsten Video.